Für mich sind Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit sehr nah beieinander. Soziale Nachhaltigkeit heisst für mich, dass man die ganze Bevölkerung inkludiert. Ja, mein Bezug zu der Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeitswoche ist, ich habe 2017 ein paar Events mitorganisiert. Also, 3, 2, 1. Komm her! 2022 feiern wir unser 10-jähriges Jubiläum. Dritter Punkt: Netzwerk schaffen und eine starke Gemeinschaft. Impact Teil 1. Einfach durch die Plakate gebaut, Events, es läuft etwas. Es ist eine Woche nur auf das Thema irgendwie gelenkt. Und dann fällt mir irgendwie noch mal ein bisschen mehr auf. Flache Hierarchien, mitreden, mitdiskutieren, sich einbringen, Lösungswege suchen, zusammen auf Augenhöhe. Und das sollte einen ja bestärken, eigentlich in dem, dass man sagt, wir wollen es mitgestalten und wir wollen es einbringen und das anbringen, was uns wichtig ist. We will need people to get those ideas to come alive and to be actually part of the Sustainability Week. That's not only about organizing events, but that's also, for example, about logistics, IT or just helping us out in the core team as a marketing. You can bring in your ideas, so there's an application form if you want to use the space. Researchers are going to use it, the ideas to bring out, develop ideas, work together with civil society as well. Hoi. Hoi, kein Problem. Wer mag Protokoll schreiben, bevor man ganz aufhört? Ich melde mich. Und deswegen kann ich eigentlich nicht in einem Raum sein, der eine Steigung hat. Weil wo bringe ich diese 5 Gruppen unter? Wie reden die miteinander? Der Rektor auf dem Stuhl. Also, der Rektor ist auf dem Stuhl sitzend. Und wie läuft's bei euch? Und die in der Reihe unten runter oder oben drüber? Ich bin jetzt auch schon seit ein paar Jahren dabei. Ich habe im Bachelor angefangen. Ich bin einfach mal mitgenommen von einer Kollegin und habe so Events organisiert. Und nachher dann habe ich es so cool gefunden und dachte, ja, ich will eigentlich mehr Verantwortung übernehmen. Und habe dann auch das Kernteam gemacht. Das war, glaube ich, im 19. Voll. Und dort das Programm koordiniert. Und jetzt bin ich einfach noch so im Vorstand. Hello, my name is Alma and I'm here in the Sustainability Week Planning. Because I would like to be part of the action. Okay, next event. What else we have? And then if you want to work out. It's my first time participating in this Sustainability Week. So I'm also excited to learn more about it and to meet people. Our vision was to bring sustainability into all aspects of higher education institutions and to inspire them to become sustainability role models for society. Being deeply connected through their values and by sharing certain ideas and dreams, the students involved with the Sustainability Week engage together for a greater cause and work towards a common vision to create the sustainable future we are all longing for. Ich bin Danusha Vasvantomura. Ich habe die Nachhaltigkeitswoche Zürich mitgegründet mit anderen motivierten Studierenden. Das war 2013, ich war 2014 nicht auch aktiv. Und ich bin jetzt als Co-Projektleitung von Focus Sustainability tätig, einem nationalen Zentrum, das studentisches Engagement im Bereich Nachhaltigkeit unterstützt. Ich erkläre euch euren ersten Auftrag. Erste Runde dürft ihr einen Hebel, einen Schritt bewegen. Nur das. Einen Hebel, einen Schritt. Der Anlass heißt ja, wie schaffen wir das 2-Grad-Ziel? Das wäre ein weiterer wichtiger Fakt. Gemäß diesem Szenario wird sich die Temperatur aber um 3,6 Grad erwärmen. Also viel zu viel. Und wir werden heute schauen, was wir dagegen machen können. Something I've experienced over the last 12 years since I've been rector at this university is how difficult it is to implement new ideas in old curricula. Because these curricula, they're full. So whenever you want to introduce something new, something old has to go. Your
welcome to stay a bit longer, continue the discussions you had with the Apero outside. Of course, the biggest problem of climate change is that the threat is not yet immediate enough. Auch ein bisschen durch die Nachhaltigkeitswoche hat es überhaupt erst Nachhaltigkeitsteams gegeben an allen Hochschulen. Also, da ist auch sehr betont worden am letzten Hochschulpodium, dass jetzt wirklich an jeder Hochschule so ein, zwei Leute mindestens im Nachhaltigkeitsteam sind. This event, the Pay Intensive Workshop, we're going to be looking at a very significant period in Nigerian history and talking about a particular indigenous community known as Ogoni. That's a Nigerian flag, by the way. Groundwater became contaminated by carcinogen, entering into crops and posing a massive threat to the health of Ogoni and surrounding groups. The Ogoni communities were denied rights to clean water, food and air in favor of Shell's corporate interests. Und dann zieht man das eigentlich hin und fängt an, die Waben rauszunehmen. Das Erste, was man zeigen kann, ist, wenn eine Wabe neu gebaut ist, sieht man es sehr schön hier. Hier unten ist die Mittelwand, wenn ihr sie noch seht, ein bisschen verdichtet. Das könnte man jetzt hier ein bisschen abreißen, oder? Und jetzt machen wir es schnell auf. Also, hat jemand Angst vor Bienen oder hat jemand Löcher in der Hose oder so? Nicht? Gut. Also, wir befinden uns auf dem Lebenshof Hof Narr, hier in Hintereck. Und unser Motto ist eigentlich mit Verstand, Herz und Hand für eine bessere Zukunft. Ich heiße Anna. Ich habe einen Bio-Bachelor gemacht und einen Umweltwissenschaften-Master. Und in dieser Zeit relativ aktiv in der Nachhaltigkeitswoche gsi. Dort habe ich das Mensa-Team geleitet und nachher auch noch im Vorstand des Vereins. Also im 2022 essen schon mehr Leute vegan, vegetarisch essen, wie vor 5 Jahren. Und darum ist es wie auch jetzt vielleicht so ein bisschen in den Hauptmensen angekommen. Also man hat ja das ganze Konzept auch letztes Jahr noch verändert, dass es einfach viel wichtiger ist und viel prominenter, dass es eigentlich als erstes jetzt vegane Menü ist und nicht mehr das voll einfache Menü, das mit Fleisch irgendwie war. Man kommt 2 Fleischmenü und ein vegetarisches Menü über, wobei das Vegetarische dann zum Teil noch teurer war als bei den Fleischmenü. Und das ist von Anfang an ein Punkt gsi, wo immer Leute haben wollen bei uns ändern, einfach an unserem Standort in Wädenswil. Ja, ich finde, ideologisch ist immer so ein böses Wort, aber ja, wir haben alle irgendwie Überzeugung, dass der Weg, wo wir machen, schlussendlich wird stimmen. Und ich sage nicht, dass irgendwie zum Beispiel die vegane Ernährung für jede Person muss stimmen, aber für mich stimmt's. Also am Anfang vom Studium habe ich relativ schnell glaub von der Nachhaltigkeitswoche gehört. Es war auch etwas vom Einzigen, was sich irgendwie in diesem Bereich engagiert hat, eben von Studis aus. Und ja, also das erste Jahr, als ich gehen wollte, bin ich nachher nicht gegangen, weil ich mich nicht getraut habe, alleine dorthin zu gehen. Weil ich sonst niemand von meinen Kolleginnen hat das spannend oder interessant gefunden. Und ja, ich habe mich nicht getraut. Und nach einem Jahr darauf habe ich gedacht, nein, komm, jetzt gehst du einfach, egal, dann kennst du halt niemanden. Du hast Freude daran, du willst irgendetwas machen gehen. Und das war wirklich die beste Entscheidung des Lebens. Ich habe mega schnell mega coole Leute kennengelernt. Die waren alle mega offen und kontaktfreudig. Und hast dich mega schnell aufgenommen gefühlt. Und ja, also wirklich. Es hat schon, kann man sagen, hat mein Leben verändert. Es ist cheesy, aber true. And it was something that I loved because all of a sudden you're thrust into this space where you're meeting very, very different people with different backgrounds from yours, spanning the continent and spanning the whole world. For me, it was filling. I packed my bags, I left Nigeria, and I came to Switzerland in the winter. How about I ask my colleagues if they can give me their old gadgets, I'll refurbish them and then take them back to my community. You So for me, can I be free from your stereotypes and your lies and the things that you do not know? Can I be free from your stereotypes and the lies and the things that you don't know? Can I be free from your stereotypes and the things that you don't know? Ich meine, wir müssen die Fluggesellschaften und die Produzenten der Flugzeuge so steuern, dass ihre Flugzeuge mit anderen Treibstoffen fliegen.
wenn eine Energiewende erreicht werden soll, darf man nicht nur hoffen, dass die Leute das selbstständig machen. Eben die Barrieren für die Umsetzung, gerade organisatorisch, sind doch so hoch, dass zumindest die Finanzen stimmen müssen. Leider will der Bundesrat keine Beratung in Klimafragen, ganz explizit nicht. Free from your stereotypes and lies, things you think you know, but you don't really know. Can I be free from your stereotypes and lies, things you think you know, but you don't really know? Oh, oh. Free from your stereotypes and your lies, things you don't know. Oh man, diese Autos. Hallo zusammen, ich bin Lorenz. Ich bin ein Student der Umwelt-Naturwissenschaften an der ETH und war 2017 im Kernteam der Nachhaltigkeitswoche im Ressort Hochschulpolitik. Also ich denke, dass Hochschulen in dieser Gesellschaft und für diese Themen eine Riesenverantwortung haben. Einerseits, weil sie klar Menschen ausbilden, ihnen Rüstzeug geben, wie sie aktuelle Probleme bewältigen können und auch, weil sie eine Art Leuchtturmfunktion in der Gesellschaft haben. Und ich denke, dass Hochschulen heutzutage dieser Verantwortung nur zum Teil gerecht werden, zum großen Teil auch nicht. Welche? Zwei weg und dann die nächste. Zwei weg und dann genau die. Ein jährlicher Wettbewerb wählt Studien- und Abschlussarbeiten mit einem Preis aus. Die Hochschulen vergeben ein Certificate of Engagement, das zivilgesellschaftliches Engagement anerkennt. Studierende können für Projekte aus dem Engagement ECTS für ihr Studium erwerben. Alle Lehrveranstaltungen werden auf die Kohärenz mit dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung untersucht? Ja, das ist jetzt eine schöne Frage, weil da kann ich einfach sagen, nein, das würde ich nie, nie machen. Also die Freiheit von Forschung und Lehre ist einfach das höchste Gut. Ich will da nichts vorschreiben, weil es vielleicht eher so zu hinterfragen, ja, ist das, was ich daran forsche, vielleicht wirklich das Sinnvollste für die Gesellschaft, für die Wirtschaft? Ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, den man auch so in die Diskussion reinbringen kann, wo man ein bisschen die verschiedenen Programmdirektorinnen und Direktoren auffordern kann, mal darüber nachzudenken und zu sagen, ja, schaut mal, das wäre doch eine gute Sache. Die UZH möchte bis 2030 netto null erreichen. In welchen Etappen und wie wird das umgesetzt? Sind wir so schnell, wie wir sein müssten? Du hast es angebracht. Es drängt von der Zeit her. Ich weiß es nicht. Haben Sie einen strategischen Plan, der das Ziel erreicht? Oh, wir haben einen sehr, sehr strategischen Umsetzungsplan für unsere Sustainability Policy und unser Nachhaltigkeitsteam ist sehr dran, jeden einzelnen Posten da auch umzusetzen und in die Universität einzubringen. Machen wir die Universität zu 2030, wenn wir es nicht erreicht haben? Nein. Nee, ich glaube, man muss einfach das Möglichste tun, dass man es erreicht. Aber das finde ich halt wieder schwierig, weil was ist das Möglichste, ist ja schon, da schreibt man ja selber die Geschichte, was das Möglichste ist. Also wie viel Effort man reingegeben hat, wie viel Arbeit und so, das ist dann das Möglichste. Deswegen müssen wir, ne, und da kann auch jede konservative Schulleitung nichts mehr sagen. Weil wenn die Studis was wollen, und letztlich sind das in fast eigentlich in allen Hochschulen die größte Person- und Stakeholdergruppe, dann muss was passieren. Revolution braucht sicher, weil die Sachen zu langsam vorangehen. Aber ich denke mir gleichzeitig auch, wenn wir etwas bewirken wollen, auch unipolitisch an der ETH, dann müssen wir auch alle Studierenden mitnehmen. Wir haben sehr wohl eine Mega-Verantwortung, eben soziale Verantwortung, von dem, dass wir Gesellschaft mitformen, ein Stück weit. Wieso machen wir nichts? Oder? Wir lernen das alles, wir wissen, was wir könnte gegen Klimakrise oder Umweltkrise und so weiter machen und wissen aber nicht, wie man es macht. Nachhaltigkeit sehe ich einfach nicht aus Zusatz. Man kann es nicht einfach noch hinzufügen, sondern es sollte einfach wirklich vom Anfang an dabei sein. I wish you all an inspiring sustainability week here in Zurich, across the country and abroad. This year and many years to come. Thank you.
Thank you.